in Bitterfeld-Wolfen und die Ursache waren die hier, ne? Die Digidax und die Abrafaxe, kurz die Kult-Comic-Figuren des Ostens. Alle wollten unbedingt ins Kulturhaus von Bitterfeld-Wolfen, denn drinnen gab es eine große Mosaikbörse. Seit 1955 begeisterten die Digidax monatlich mit ihren Abenteuern. 1976 wurden sie von den Abrafaxen abgelöst, die bis heute auf der ganzen Welt unterwegs sind. Neben dem Kauf von neuen Heften stand vor allem der Tausch und Handel mit alten Einzelexemplaren oder ganzen Sammlungen im Vordergrund. Gut erhaltene Hefte aus den frühen Jahren sind übrigens sehr gefragt und entsprechend wertvoll. Diese werden schnell mal mit Summen im vierstelligen Euro-Bereich gehandelt. Erfolgt, oder? Muss er